Wenn Wörter auf Reisen gehen, können sie einiges erleben. In der Förderung von Literaturtalenten wird für den aktuellen Jahrgang der Kulturakademie auf eine inspirierende Vorbereitung gesetzt. Dabei spielt alles, was in der Natur liegt, eine große Rolle. Ich brauche irgendwie Impulse von außen und das kann auch total gern die Natur sein. Schreiben ist was Heutiges, so, daraus können wir immer heute noch was machen. Und da gibt es dann, glaube ich, so ganz unterschiedliche Dinge, einfach auch zu zeigen, was ist die Bandbreite, was kann man alles ausprobieren, was kann man mit Sprache machen, weil das ist ja für mich immer auch das, dass die Sprache so eine Ermöglichungsmaschine ist. Ein Leben ohne weiße Flecken wäre dunkler und schwärzer. Und so entfaltet sich langsam ein Schmetterling. Und dann flog ich über die See, über Städte, Flüsse, an jeden Ort der Welt. Das ist mehr als Leben und Tod zusammen. Ob Roman oder Gedicht, Songtext oder Bühnenstück, mit Hilfe der drei Partner der Kulturakademie werden literarische Routen entdeckt. Wörter und Zeichen sind dabei im Pandemiejahr besonders fantasievoll unterwegs. Alle Wege zwischen Schriftstellern, Talentschülern und Fördereinrichtung werden genutzt. Im Literaturhaus liegt ein besonderer pädagogischer Schwerpunkt. Natürlich immer unter der Einhaltung der Hygieneregeln. Aber wer meint, dass das die Kreativität mindert, der irrt. Das ist also das Ziel, dass sie einfach eine Wohlfühlatmosphäre hier haben und eben alles in das reinstecken, weswegen sie hier sind. Also in unserem Fall eben in die Literatur, ins selbstständige, eigenständige Schreiben. Das Pandemiejahr macht erfinderisch. Die guten Wünsche zum Schluss dürfen auch aus dem Homeoffice kommen. Diese Zeit bietet meiner Meinung nach ganz neue Räume für Kreativität und für Kunst. Und ohne Kunst ist das Leben ziemlich lau. Dementsprechend erhoffe ich mir, dass da ganz viel passiert und dass es auch natürlich weiterhin gefördert und unterstützt wird. Jetzt geht die kreative Entwicklung erst so richtig los. Literatur auf neuen Wegen. Dank der Kulturakademie Baden-Württemberg.